Also dann? Unbedingt. Kann ich dich wiedersehen? Das kommt überhaupt nicht in Frage. Knallhart, witzig, bittersüß. In 8 Folgen erzählt die Serie Banana absolut ungeschönt vom Sex- und Liebesleben unter 30-Jähriger in Manchester. Hat sie dir von vornherein gesagt, dass sie ein Mann war? Hat sie. Bei wichtigen Sachen ist es am besten, von vornherein offen zu sein. In Banana geht's ausnahmsweise nicht um das klassische Boy meets Girl. Alle Protagonisten sind schwul, lesbisch, bi oder transgender und kämpfen auf der Suche nach der großen Liebe oder dem nächsten Sexdate mit fast ganz alltäglichen Problemen. Ist im Grunde ein Keuschheitsgott. Hättest du jeder Person, der du heute deinen Schwanz gezeigt hast, 10 Pfund berechnet, hättest du die Miete beisammen. Bis Ostern. Das wäre ja Prostitution, Freddy. Ich bin geschockt. Wir wollen wissen, wie würdet ihr reagieren, wenn ihr in der Haut der Banana-Hauptrollen stecken würdet? Und testen, wie real ist die Serie? Test Nummer 1. Der Sugar Daddy. Dean kriegt trotz Job nicht genug Geld für seine Miete zusammen. Doch statt sich um das Problem zu kümmern, flüchtet er sich von einem Date zum nächsten, bis er die Lösung seines Geldproblems findet. Also, kannst du mir 400 Pfund leihen? Ja. Schenkst du mir die 400 Pfund? Ja. Dann rein! Ha! Sugar Daddies. Fiktion oder Wirklichkeit? Also ich selber hab's nicht gemacht, aber ich kenne jemanden, der es gemacht hat. Warum nicht? Also wenn man eine schöne Zeit zusammen hat und es Spaß macht. Ich find's halt grundsätzlich nicht so gut, wenn man sich von jemand anderem aushalten lässt. Aber es gibt ja genug, die das machen. Test Nummer 2. Dating-App-Wahnsinn. Frank ist nach seinem One-Night-Stand mit Aiden so richtig verknallt und malt sich am Tag danach aus, wie ihre gemeinsame Zukunft aussehen könnte. Aiden sieht das ein bisschen anders. Ich muss gleich aufbrechen. Oh. Ich spiele in einer anderen Liga. Du bist wirklich zu hässlich für mich. Während eines Dates gleich das nächste auschecken? Schon gemacht? Doch schon. Habe ich aber auch schon mal gebracht. Aber halt nicht so offensichtlich, aber doch. Ich habe dann auf LaVou halt mal ein bisschen weitergeguckt. Ich würde aufstehen und gehen. Wenn es jetzt so ein One-Night-Stand war oder so, dann ist es mir egal, weil dann habe ich es eh bloß kurz kennengelernt. Zur heutigen Zeit, wo jeder irgendwie so auf irgendeiner Plattform angemeldet ist oder so, glaube ich schon, dass das sehr begehrt ist, sowas. Test Nummer 3. Cybermobbing. Helen ist transgender und hat sich vor kurzem von ihrem Freund Eddie getrennt. Als der sie beim Date mit einem anderen erwischt, rastet er komplett aus und stellt Nacktfotos von ihr ins Netz. Die Scheiße ist gemein, aber geil. Haha, bist du auf ihre Titten gekommen? Mein Frühstück ausgekotzt. Nacktfotos von der Ex verbreiten. Zu krass. Ich würde ihm eine reinhauen. Ja, und dann würde ich ihn vielleicht sogar anzeigen. Das geht gar nicht. Und es wird halt dann nochmal alles sinnlos machen, so die gemeinsame Zeit. Ich glaube, dass selbst wenn man sich böse trennt, die meisten darauf verzichten, weil es einfach nur gemein und assi ist. Cybermobbing. Für euch ein absolutes No-Go. Sich einen Sugar Daddy anlachen oder extrem tindern, ist allerdings absolut real-life-tauglich. Wenig Klischees, cooler Look. Banane anschauen lohnt sich. Und das Gute, jede Folge erzählt eine abgeschlossene Geschichte. Wem also eine Story nicht taugt, springt einfach zur nächsten.